Hallo Bettina. Guten Tag, hallo. Bitteschön. Dankeschön. So Bettina, wenn ich Sie so sehe, Sie sehen ja für mich nicht aus wie ein typischer Rückenschmerzpatient. Was macht Ihr Rücken falsch? Ich denke nicht, dass mein Rücken was falsch macht. Das war einfach die Situation, die mich dazu geführt hat, dass es zum Bandscheibenvorfall bei mir kam. Also Sie hatten einen richtigen, klassischen Bandscheibenvorfall. Ja, genau. Erzählen Sie doch mal, wie sich das anfühlt. Das sind wahnsinnige Schmerzen. Man muss sich das so vorstellen, ich lag abends in meinem Bett, ganz entspannt auf dem Rücken, stehe morgens auf und habe das Gefühl, ich meine, ich wiege jetzt nicht 200 Kilo, aber dieses Gefühl von, wie wenn die ganzen Kilos in dem Körper punktuell aufs Bein ziehen. Und dann bin ich aufgestanden. Es war eine Katastrophe. Ich musste erst mal 10-mal im Kreis laufen, habe mit der flachen Hand gegen die Wand gehämmert. Solche Schmerzen hatte ich. Was haben Sie dann gemacht? Ja, das hat sich dann so fortgezogen die ganze Zeit, so wie ich, ich bin in das Geschäft gelaufen, habe versucht, mich immer wieder zu bewegen, aber letztendlich ist es immer schlimmer geworden. Das heißt, Sie sind noch zur Arbeit gegangen? Ich bin selbstständig und musste sozusagen arbeiten, ja. Es blieb mir keine andere Wahl. Also das war einfach so eine Situation, es ist auch eine Existenzsache. Man steht da, man muss und man kann nicht. Ja, man muss und man kann nicht. Das war das Schlimme dran. Das ist wirklich beeindruckend, was Sie sagen. So geht es ja vielen Menschen, die selbstständig sind oder die im Beruf sind und sagen, ich kann da jetzt nicht ausfallen. Es gibt muss ich dabei sein. Gerade Selbstständige kennen das. Ja. Und das ist das große Problem. Und das muss man auch mal sagen, das sind die Menschen, die dann aufgrund von Rückenschmerzen nachts um 3 Uhr in der Notaufnahme sind, weil sie sonst gar keine Zeit haben. Nein, es ging gar nicht. Was machen Sie denn beruflich? Also ich habe einen Beauty-Salon und bin auch noch halbtags beschäftigt bei einer Tageszeitung bei uns am Ort. Das heißt, Sie haben eigentlich zwei Jobs? Eigentlich zwei Jobs. Und wie viel Stehen ist diesem Job verbunden? Oder wenig, ne, klar. Weil ich bin hauptsächlich im Sitzen beschäftigt, bei allen meinen Tätigkeiten. Aber ich laufe zur Arbeit. Das ist schon mal mein erster Step. Da bewege ich mich schon mal. Und ich bin auch Sportlerin. Ich bewege mich sehr viel in meiner Freizeit. Ich mache sehr viel Sport. Das ist richtig. Sie dürften den Joker Manke, ja, den dürfen Sie ziehen. Der hilft gerne. Joker Manke. Ja, es muss halt im rechten Winkel sein. Ne? Ist ein bisschen zu hoch, finde ich. Ja, das sollte im rechten Winkel sein. Wobei das Sitzen an sich auch nicht gut ist. Wenn wir nur im rechten Winkel sitzen, verkürzen wir die Muskulatur vorne und hinten halt. Mhm. Fürs Sitzen ist es gut. Ja. Aber man sollte auch nicht stundenlang halt nur in dem Winkel sitzen. Ja? Aber das ist nur der eine Teil. Mhm. Also ruhig sich mal im Handy einen Wecker stellen, dass man alle 20 Minuten aufsteht. Und ich finde immer hier hinten auch den Teil Dehnen ist ganz wichtig. Ja. Ne? Also das ist das, wo man verkürzt. Sie sitzen jetzt die ganze Zeit. Und das muss man mal von der Seite zeigen. Die Muskeln, die hier sind, die werden ja immer kürzer. Genau, man meint das halt nicht, aber die Muskeln, die am Oberschenkel verlaufen, setzen die unten an. Mhm. Und indem wir das Bein halt beugen, sind die entspannt. Und was macht der Muskel, wenn er entspannt ist und nicht gebraucht wird? Er ist faul, er verkümmert und zieht sich halt zusammen. So, und dann stehen Sie mal auf, weil das ist wirklich, das verstehen ganz, ganz viele nicht, die gerade im unteren Bereich Rückenschmerzen haben. Jetzt stehen genau, noch mal so im Profil, das ist super. Jetzt ist dieser Muskel hier hinten und diese Muskelpartie, die wird kürzer. Das heißt, das zieht ja auch hinten am Becken. So ist es, das ist ein kompletter Komplex aus Hüfte, Becken, Wirbelsäule, was dann in ein Ungleichgewicht hineingerät. Also deswegen ist es so wichtig, hier den hinteren Teil zu dehnen. Da gibt es ja verschiedene Dehnübungen. Alleine schon die Ferse aufstellen und sich so ein bisschen hinten reinlegen, die Hacke, das tut ja auch schon ganz gut. Also ein bisschen das sozusagen wegdehnen. Also ich merke das sogar. Jetzt merkt das sofort. Ja. Oh, ja. Nicht in den Schmerz gehen, ja? Seien Sie gnädig mit Ihrem Körper. So, da haben wir den Stuhl soweit abgefrühstückt. Wie wichtig ist hier die Unterstützung, die Lordose? Genau. Die Lordose ist wichtig. Wir haben Lordose, Kyphose, das sind die Biegungen, wenn man von der Seite her die Wirbelsäule betrachtet. Ja, die ist ja nicht gerade wie ein Besenstiel. Wir holen uns mal hier die Matten. Achtung. Ja, alle Matten ruhig zu mir. Das war sehr nett. So, jeder kriegt eine Matte. So, Bettina, die ist für Sie. Ja, wunderbar. Perfekt. Sie haben auch schon Ihre Turnschuhe an. Das ist super. Ich habe meine Turnschuhe an. So. Zack. Ich mache mir auch mal so. Mir wird sonst sehr warm. So, Herr Dr. Manke, Sie dürfen schon mal erklären, was wir gleich machen. Ja, also im Prinzip geht es einfach nur darum, wir brauchen immer Stabilität für unseren gesamten Körper. Ja? Und die Stabilität befindet sich in der Mitte. Wer eine gute Spannung hat, ja, Yoga, Pilates und solche Sachen, der hat einen trainierten Rücken. Deswegen ist es einfach die einfachste Übung, einfach Spannung aufzubauen, sich auf den Rücken zu legen. Auf den Rücken legen? Ja.
legen wir uns mal Feet first. Ne? Mhm. Ja. Und diese Übung kommt aus dem Yoga. Wir wollen die innere Stabilität stärken. Das finde ich schon sehr entspannt. Ja, super. Das sind die ersten 5 Minuten. Perfekt. Ja. Okay, jetzt machen wir das einfach mal so, dass jeder von euch das rechte Bein an den Boden drückt und den linken Arm. So oder? Ja, gestreckt natürlich. Gestreckt? Ja. Und den linken, so. Genau, gegensätzlich rechtes Bein, linker Arm. Ja? Ja, wir drücken den Körper sozusagen jetzt drauf und heben das linke Bein jetzt hoch. Oh. Ja, und den rechten Arm, die Hand wird zum Kniegelenk geführt. Darf ich anwinkeln? Ja, so ein bisschen dürfen wir anwinkeln. Und jetzt gehen wir noch mit den Schultern ein bisschen hoch. Oh. Ja, man merkt schon. Ja. Ja, während der Kollege so ein bisschen ächzt, ja, sie macht nach ihrer Rückenoperation. Sie machen auch Yoga und so, ne? Nee, ich mache sehr viel Sport. Yoga ist nicht so meins. Aber man merkt, die Spannung ist im Körper. Der Körper muss jetzt arbeiten. Das sollte man jetzt auch nicht unendlich lange machen, sondern erst mal wieder entspannt. Ne? Genau, deswegen macht man auch die andere Seite. Ja. Genau, schön Druck nach unten, Schulter ein bisschen anheben, die Spannung im Zentrum aufbauen. Und das sind so Übungen, ja, die kann man auch zu Hause machen. Man muss nicht unbedingt immer ins Fitnessstudio laufen. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was Sie sagen. Ich finde, so Rückenübungen sind ja so ein bisschen wie Zähneputzen. Ja? Das heißt, also ich putze mir auch die Zähne, damit es gar nicht erst zum Loch kommt. Und lieber 5 Minuten jeden Tag Rückenübung als einmal in der Woche eine Stunde. Genau, oder als nach einem halben Jahr die Nachsicht und zum Arzt laufen. Ja, sowieso. Ja, das haben wir ja jetzt verstanden. Wenn Sie überlegen, welche Rückenübungen kann ich machen, Sie können sich das natürlich alles online nochmal anschauen. Und ansonsten muss ich auch sagen, es gibt mittlerweile auch viele gute YouTube-Videos, wo man sich auch nochmal Übungen anschauen kann. Ja, also wichtig ist, dass es Ihnen gefällt und dass Sie sagen, das ist easy peasy, das mache ich gern. Oder auch zu Hause finde ich mal gut, einfach ein Handtuch zusammenfalten, mit dem Bauch drauflegen und so ein bisschen diese schwimmenden Bewegungen über dem Boden. Hauptsache, der Rücken merkt mal, was an und was aus ist. Ja, und nicht die ganze Zeit angespannt. Mensch, ist das toll mit Ihnen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ganz toll. Dankeschön. Weiterhin alles Gute. Dankeschön. Herr Dr. Manke, wir sehen uns im Fitnessclub. Ja, so machen wir das. Wunderbar, Dankeschön. Danke. Danke.